Sarkoan hat nächste Woche Geburtstag und deswegen mache ich jetzt mal was. Und weil ich das erst vor kurzem erfahren habe, mache ich das in einem kleinen DIN A5 Blatt, weil ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe das hier sehr, sehr schön ausgeschnitten. Und ich wollte auch noch einen neuen Artstyle ausprobieren, den ich noch nie gemacht habe. Ist ja auch logisch, wenn es neu ist. Jetzt tue ich mit Feinliner die ganzen Umrisse umranden. Ihr braucht ja auch gar nicht markieren und ihr würdet es wieder auch nicht sehen, weil ich sie geblockt habe. Bei den Haaren wird das etwas unrealistisch, da die Haare ja mehrere Haare sind, aber ich mache es halt hier in einer Fläche. Jetzt tue ich die ganzen Bleistiftlinien wegradieren. Dann nehme ich jetzt Aquarellfarben. Jetzt nehme ich hier meinen Pinsel. Und weil sie gesagt hat, dass ihre Lieblingsfarben so türkisgrün sind, mische ich mir jetzt mal richtig viel Farbe in dieser Farbe an. Tue ich das hier einfach hier drauf und hoffe, dass ich es nicht verkacke. Ja, wow. Das ist mir etwas zu viel. Ist das ein bisschen zu wenig, aber ich tue jetzt hier einfach... Oh, wieso ist es lila? Hier tue ich jetzt noch separat mit ein paar Farbenflecken machen. Also einfach so. So sieht das jetzt aus. Es ist etwas befleckt, aber die Farben fließen ineinander rein. Wir lassen es jetzt trocknen und wir sehen uns Part 2.